Also, wenn ihr was zu meinen Entscheidungen zu sagen habt, könnt ihr mir gerne was dazu schreiben, was dazu sagen. Immer gerne. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich gerade fühle. Ja, doch. Ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, dann hänge ich beim nächsten Mal mit Greg rum. Weil das dachte ich mir das letzte Mal schon. Und ja, jetzt kriege ich halt verschiedene Events und blöd. Blöd. Irgendwann werden wir bestimmt mit Greg abhängen. Für das Let's Play. So, do you want to come along or not? Yeah, let's hang out. Ich helfe jetzt aber schon, oder? House call. Helfe ich ihr? Oder machen wir irgendwas anderes? Achso, wir machen irgendwas anderes. Sieht sehr romantisch aus. Das sieht halt unglaublich romantisch aus. Alter, wenn jetzt die Bubbelblase nicht da wäre, ich würde das jetzt einfach eine Minute lang einfach so stehen lassen. Couldn't you just like refuse to do house calls? Nope. Why? It's called job. People pay you to do it. Ideally at least. Huh. You coming? There's a thing back here in the driveway. Yeah, she's an old lady. She's got weird shit in her yard. It's like a windmill. Yep. I've never been back up here before. Maborowski, you have now been here. It's nice. Yeah, just a bunch of old cabins people turn into houses. Ist ja wirklich schön hier. Oh, ich zieh Glühwürmchen schon wieder an. Some hunting camps, so don't like get shot or anything. Buck season isn't for a few days, right? Well, folks get impatient. For murder. It ain't murder if it's animals. That's dark. Hold that thought. You gonna knock? Klopf. Was passiert jetzt? Oh, eine Dame. Thank you for coming on such reden. Ja, so redet sie ganz bestimmt so ein bisschen wie die Musik. Gefällt mir. Thank you for coming on such short notice. Das ist auch ein Zungenbrecher. No problem. I can sleep through a 4-alarm fire, but that furnace. We'll take a look at it. Ever since Jean passed, I just can't abide that thumping. Understandable. Jean was such a darling man. Oh no! Hey, what did you mean by hold that thought? Wait for it. I'll never forgive them for taking him away. Uh-huh. Ain't like I didn't treat him right. I looked it up on the internet. He didn't smell or nothing. Wait for it. You can't take a woman's husband just because he's dead. There it is. Holy God. Took him right off the couch. It's a crime. Yeah, crime was definitely committed, all right. They just couldn't abide not being able to tax him anymore. That's what it was. Well, I won't talk your ears off about it. Come take a look at my fridge while you're here. We bill by the half hour. Jetzt können wir hier rumrennen. Habe ich das gerade... Die Musik. Habe ich das gerade richtig verstanden? Hat sie... Hat sie ihren verstorbenen Ehemann einfach liegen gelassen? Okay, hold that thought. Ich belasse es dabei. Wir haben es jetzt erfahren. Hilfe. Kann ich irgendwas tun? Nee, ich kann hier nur rumrennen. Hi. Ich gehe mal mit. Good job. Yeah, it's a nice fridge. What's the problem? Oh, there's no problem. It's just a classic. An original Luna Freeze. Wow.
They were all the rage when I was your age. They last forever. They make me feel so young. I saw one of these the other night when I got back into town. Oh, really? Where? Upside down under some logs in a creek in a ravine. So, furnace. Oh yes, right through here to the basement. Sounds good. Come on, May. Alright, we'll be down there for a bit. Please remember not to lock us in. What? Last time we sent someone, he got locked in the basement. I assure you that did not happen. He called me from your basement. Your man did smell a bit of booze when he came by. Oh, okay. Busted. Or something. Okay, down we go. It was nice meeting you. I don't really know who you are, little person. Okay. Ich hab grad Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Hui, was hier los? Oh man, I love creepy basements. And why wouldn't you? Look at all this splendor. Slender. Ich habe es nicht richtig gelesen, weil ich einfach geklickt habe. Es tut mir leid. Ich denke bei Bee ganz oft irgendwie nicht dran, dass es ihre Zigarette ist. Und denke, sie hat einen Lolli falsch rum drin. Kann man machen. Jeez, she's got a lot of junk. Maybe she's got a few more husbands stacked in the corner. Oh, meine Reaktion ist ihre. Oh, well. Alright, let's get this done so we can go home. Kann ich hier jetzt rumsnoopen? Ich meine Nosen. Oh, Baseballschläger. Will ich mitnehmen? Darf ich nicht. Was ist hier? Aha, my old nemesis. Professor Lucius von Gnomio. Okay. Cool. Ich hätte gern. Old Nemesis. Ja. Ich. Flop. Ich hätte gern diesen Baseballschläger. Warum hat die da. Warum hat diese alte da. Einen Baseball. Okay. Oh, was ist hier los? Kann ich die Angel mitnehmen? Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Ups. Da. Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, 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 Fisch. Isn't it illegal to smoke indoors? It is. Well, 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 be the criminal. It's a dummy. I'm trying to quit. So it's you and this thing. What? Notice no smoke coming out? No smoke at all? But like, I've seen you smoke. Yeah, not indoors. I totally thought it was real. Where did you think the smoke was going? I thought you were swallowing it? May, do you know how smoking works? Oh, I'm sorry, I'm not a smoking scientist, Beatrice. God Lord, what else don't you know? Sorry, I didn't get a degree in cigarettology. What even was your major in college? Kicking ass and getting red. Gefällt mir, würde ich auch machen, instant. So, that's the furnace? Yes, that's the furnace. I've decided his name is Clanky. Okay. You just hang out. I'm going to fix this right quick. Don't like break anything. What am I gonna break? This is a basement full of crap. Oh jeez, okay. Shouldn't be long. Can I help? Nope. Why am I here then? Because you wanted to come along. Just chill. Du. Kann ich chillen? Kann ich hier irgendwas zerstören? Oh Gott, eigentlich, ich habe Angst, dass ich wirklich was zerstöre. Ich irgendwie das Haus von dieser alten Dame in die Luft jagen oder so. Irgendwie, guckt euch diesen Ofen mal an. Es sieht aus wie so ein Robo-Ding. Diese gelben Dinge sind Augen, also die so senkrecht sind, und das waagerechte ist der Mund. Ne? Jeez, this is one old ass fan. It's made of metal and you could chop your finger off. Badminton. Ach so, sie sagt's anders. Racket. Kann ich es nochmal sagen? Badminton. Badminton? Badminton? Racket. Gefällt mir.
I bet I can make something out of all this junk. Jeez, we even would have this much junk. Gut, wir können hier echt nichts anstellen. Bin beruhigt. It looks useful. This looks useful. Alter, haben wir gerade die Angel eingesteckt. I could see... Alter, May, kannst du aufhören? Alter, May. Alter, ich steck grad alles aus diesem Keller ein. Oh Gott, wieso? Oh Gott. Ich will den Baseballschläger. Alter, ist dieses Spiel fies. Ich, das macht es doch mit Absicht, oder? Das Spiel macht es wirklich mit Absicht. Dass ich jetzt hier... Tut mir leid, ich habe gerade zu viel Luft eingeatmet, weil ich so schockiert davon war, diesen Baseballschläger nicht mitnehmen zu dürfen. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. Hilfe. Tut mir leid. Boah. Boah, das Spiel macht das wirklich mit Absicht. Das sieht so aus, als könntest du es mitnehmen. Du kannst wirklich alles aus diesem Keller mitnehmen, nur nicht diesen Baseballschläger. Den hätte ich gerne am liebsten. Oh Gott. So, tut mir leid. Für diesen Ausraster. Oh Gott, nein, nein. Oh, scheiße. Ich guck mal zu der alten Dame hoch. Ich kann auch jetzt nicht an diesem Ofen rumfuschen. Ich kann gar nicht hochgehen. Ich will nicht. Ach so scheiße. Alright, so I can't carry anything else. So I'm gonna say this is enough stuff. Oh shit. Und mein Hals kommt gerade überhaupt nicht klar. Das ist super für die Aufnahme. Ich schenke mir mal eben was Neues ein. Damit ich noch was zu trinken habe. Und euch hier nicht bei der Aufnahme komplett wegsterbe mit meinem Hals. Trinke ich auch gleich nochmal was. So, I got a gnome, a fishing pole, a badminton racket and a fan. Mhm, und ich trinke jetzt wieder was und klick mal weiter. Got two wheels and a turny thing with no wheel. Probably just need to turn the turny thing. To open up the heat pipes. To turn up the fire. Ich will kein Feuer. Alter, die Musik ist schon so. Ich plane etwas Krasses. Das wird ganz toll und puff. Clanky's probably got loads of heat, but can't get out. To get Clanky all hot and bothered. Hot and bothered. Oh, we will teach Clanky to love. Jetzt wird's aber heiß hier drin. I bet I could. I think Nomi could bite onto the turny thing where the wheel was. Could use racket as a handle. Hui. Nee, probier mal mit Nomi. Hier, Nomi. Oh yeah, that's the stuff. Probably could just like pull him. But we're not always going to be here to pull him. I think one good hard pull should be enough. But we're not always going to be there. Ich muss das vorsichtig angehen. Ich hab's. Nein. The fan could stay on, and then if this breaks, you only have to replace the fan. It should be good for the environment too. That's important. Like the turbines on a mountain by fertile sand. God, I remember when everyone was so mad about that. It's gonna ruin the view. It's gonna kill birds. You know that, Al. What else is gonna ruin the view and birds? When a meteor hits the earth because it gets too hot. That's what happened to the dinosaurs. Okay, where was I? Dinosaurs were effing rad. Making a basement turbine out of a garden gnome. They had dinosaurs in the ocean too. I'm glad I wasn't a fish back then. Did they have fish? Were they like dinosaur fish? No, fish or fish may get a grip. I mean, they'd have to be dinosaur fish, right? Yeah, I mean, back then they had dinosaur bugs, dinosaur trees, dinosaur poop.
I'd like to see a dinosaur moose. I bet that would have been pretty great. Okay, focus me. Making a turbine. So, there isn't a lot of wind down here. But, like, could put the fan on Nomi's butt, and that would make it spin. Rack it for the other fin part. Tie it all together with the fishing line, and whoa! Whoa, no! No, 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 what's happening? I should, like, start a company. Sustainable garbage turbine. Okay, done. What? Oh Gott, ich habe so Angst, dass wir irgendwas anrichten. I think I fixed it. Now let's see what we've got here. Yeah, we did. We? What did you do? I engineered an elegant long-term solution. Oh Gott sei Dank fällt es auseinander. Geil. God damn it. Way to go, May. Please don't fix anything ever again. Like, don't even have a pet. Anything you have to maintain. Oh, freaking crap! It was totally gonna work! This is so typical. I'm going to check the exit. Uiuiui, ich habe jetzt Angst gehabt, dass hier irgendwas passiert. Wait here. Wieso soll ich hier warten? Wieso? Wieso? Damn it.